Skyro Mut gerade im Chat. Warte mal. Habe ich gerade selbst gemacht. Ach ja. Ja, das klang sehr überzeugend. Das glaube ich dir sofort. Ich kann das gar nicht. Ich glaube, ich werde den Sound einmal neu aufnehmen mit deiner Stimme. Was? Das... Genau, so tief, ein richtig erotisches Mu. Das wäre echt cool. Warte mal, ich probiere es nochmal. Das klingt wie ein Schaf mit Analherpes. Ja, das müssen wir echt einmal aufnehmen. Gut, was schmeiß ich weg? Vielleicht wirklich, ja. Komm, die kaputte Schaufel, weg damit. Dann nehme ich die Bärenbüsche noch mit, die können wir bei uns anpflanzen. What the fuck? Ist das gerade ein geiles Lied, was hier läuft? Credit Man, doch, kann man. Normal schon. Wo bist du gerade? Sorry, ich habe gerade auf den Atlas geguckt. Schaufel gefunden. Nehme ich mit. warte kurz. Jetzt, ich komme hinterher. Credit Man, es müsste gehen. Das hat nämlich schon jemand gemacht. Wir müssen gleich schlafen gehen. Donaten? Mhm. So, die Richtung. Achso, wegen stimmt. Deinem. Sandy, dir auch einen schönen Abend noch und schlaf gut. Komm gut ins Bett. So. Gute Nacht, Sandy. Kennst du eigentlich so diese. Du kennst ja diese Horrormusik, ne? Die dann so ganz laut und. Ne? Wird. So. Ja. Du hast gedacht, das ist der richtige Weg. Und dann fing das gerade bei mir an, so. La 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 la. Was war das denn? Keine Ahnung. So, wir sollten schlafen. Oh nein. Ist das schon wieder? Ja. Schon wieder Crisis? Oh, wie oft kommt hier Crisis Musik? Das ist ja unnormal. Warte mal, ich schlaf. Ich will deinen Schritt im Gesicht haben. Oh, und ich kann Sleep at Night. Oh, schau mal zur Sonne. Das Huhn, wie es gerade durch den Sonnenuntergang läuft. Das war legendär. Oh, das ist schon so... Bisschen romantisch. Romantisch ist das. Kriram Ravoschka Montisch. Skyro, ja, wir haben schon eine Basis. Natürlich. Oh, es ist so schön. Ich liebe es. Ich habe eine Idee. Wie wär's mit einer A Cappella-Band? Hm. Mach du mal so. Ba, ba, ba. Und ich mach Bom, Bom, Bom. Oder? Was? Soll ich's versuchen? Okay, bam, 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 bam. Was soll ich machen? Ich weiß es doch nicht. Wie geht denn A Cappella? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Skyro, du siehst, das haben wir gerade erforscht. Wir sind da runtergegangen. Und da ist unsere liebliche Heimat. Da müssen wir jetzt wieder hin. Ja. Warte, hörst du gerade? Warte, ich schalte dir gerade meine Musik an. Dann können wir vielleicht die Melodie machen. Was ist das denn? Doing, 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 doing. Wir sind definitiv gut, vor allem, weil ich ja so der Beatboxer bin. Ich entschuldige mich an bei allen Zuschauern. Ach, ich nicht mal. Die bei mir zuschauen, wissen schon, dass es eine Nervenklinik hier. Nervenklinik LP, auch ein guter Name eigentlich. Nervenklinik LP, ja, das hat was. Oder alt und gebrechlich LP. So, wir müssen in die Richtung. Du hast mich gerade so komisch angeguckt, als ich meine Zurini gefressen habe. Ich steck mir so ein langes Ding und du guckst mich an. Wir so, müssen über den Berg. Wir sind da gerade runtergegangen, oder? Ja, warten. Beim Schlafen vergesse ich immer, wo wir hin müssen. Weil man wacht immer in der anderen Richtung auf. Wie Gator. Ist kacke. Verstehst du? Navigator, wie geht's? Verstehst du das? Navigator? Warte mal. Navigator. Hä? Navigator. Na, wie geht's? Ach, das Bayerisch, Navigator. Verstehe. Ach komm. So, upsi. Die Richtung stimmt. Hm. Müde.
Es ist erst, wow, es ist erst halb zehn. Noch nicht einmal. Schon. Wir wollten eigentlich jetzt erst anfangen, ne? Stimmt, wir wollten eigentlich jetzt erst anfangen. Aber der Amazon war dann doch schlechter als gedacht. Deswegen bin ich erst bei 4,5 Stunden. So, was sagen die Leute zu unseren Gesangskünsten? Also ich würde sagen, volle Punktzahl, oder? Ja, das weiß ich nur zu gut, dass wir hier alle in einer Nervenklinik sind. Ja, Melli. Wir sind so eine kleine Selbsthilfegruppe. Die anonymen Bekloppten, würde ich sagen. Ich habe eben Hotdogs gefuttert. Oh, Hotdogs. Ikea-Hotdogs. Kennst du Ikea-Hotdogs? Ein Ding zu machen. Ich weiß, dass die Shitbühler auch verkaufen, aber Hotdogs kenne ich von... ja, die verkaufen das Zeug. Was ist jetzt an Ikea-Hotdogs besonders? Also Shitbühler kenne ich, aber... Ich finde, sie schmecken gut. Wenn man beim Ikea ist, muss man Ikea-Hotdogs essen. Hotdogs gegessen. Das ist, ja... Das gehört sich so. Ich gehe schon nicht gerne in Ikea. Ich weiß gar nicht, wo der nächste ist. Ich war auch bei Roller. Bei mir ist der nächste eigentlich gleich um die Ecke. Akku einfach nein, bitte nicht mehr singen. Ach, das war doch gut. It's the final countdown. Luxuriöser Säufer. Ja, Dodri ist... Hier, Hotdogs sind großartig. Warum haben sie mich die ganze Zeit scheiße auf? Man. Ja. It's the final countdown. Wobei du noch besser singen kannst als ich. Ich kann überhaupt nicht singen. Was? Meine Stimme ist sowieso irgendwie... Ja, nein. Ich habe eine Brummstimme, weißt du, wie grauenhaft sowas bin beim Singen. Lost. Oh nein, oder? Nee, ich warte hier. Ja. Oh, es ist Nacht. Hab ich gerade schon erzählt. Wie jedes Der, Mal, wenn man einloggt. Perfekt abgepasst. Würde ich das Lied mal skippen? Hä? Das ist wieder die Playlist. Moment, ich wollte eigentlich gerne was anderes. Und zwar das hier. So, jetzt ist wieder Tag, wenn du auf den Server kommst. Was mache ich bitte mit einer gelben Blume? Weg damit. So. Das kann auch weg. Erik, moin, Hallihallöchen. Schön, dass du auch wieder da bist. Hallo an Lee, ist das richtig? Ja, das ist Lee. Du kannst auch beide Streams schauen, wenn du Rufzeichen Lee, glaube ich, eingibst im Chat. Oder sonst einfach im Browser lee.aku.at. So. Ich wollte noch ein paar Sachen in den Rucksack schmeißen. So. Ja. Zum Beispiel. Ist das schön hier gerade. Die Berries kann ich, glaube ich, reinschmeißen. Nein. Habe ich noch gar nicht. Okay. Wir sind gar nicht mehr so das weit weg. Kann wir sind weg. Schon im Willow Sapling Fenster des Totenreiches. Ja, da wir haben schon eine gute Hälfte geschafft, glaube ich. Das geht alles nicht mehr rein. Das geht rein. Das geht rein. Die gehen rein. Erde kann eigentlich weg. Kohle geht auch nicht mehr. Spruce kann auch weg. Redstone hat nicht mehr Platz. Okay. Mein Rucksack wird auch schon langsam voll. Das heißt, wir sollten wirklich dann heimgehen. Also, mein Inventar an sich ist auch schon komplett gefüllt. Das so, welche Richtung? Das kann weg. Das kann weg. Moment, ich schmeiß nur Sachen weg. So. Das behalte ich vielleicht, wenn wir uns irgendwo hochbauen müssen. Und dann schaue ich in den Atlas. Genau in die Richtung, in die ich gerade schaue. Siehst du mich? Jo, bin gestern auf Disconnect schlafen gegangen, war müde. Moment. Ja. Oh, das ist nicht schlimm, Erik. Ja, hat auch gerade mein Disconnect. Nein, der wird eigentlich Lee geschrieben. L-H-I-E. Ja, genau. Lee. L-H-I-E. Nein, L. Nein, L-E. Lee. So. Moment, ich hab dich gerade schon wieder verloren. Aha. Ich bin immer nur geradeaus gegangen. Der Wald ist da. Ein bisschen dicht. Das hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Jetzt bist du hinterm Baum. Ja, da. Ah, hier. Hallo. Ich wusste, dass du da bist. Ich wollte dich bloß testen und du mich siehst. So. In dem Biom müssten wir eigentlich schon gewesen sein. Wir sind
fast beim Fenster des Totenreichs, wie du gesagt hast. Ich bin am Mathehausaufgaben machen. Ich hasse Mathe. Oh ja, ich auch. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr brauche. Nee. Gerade so Sachen wie... Was ist eigentlich dein richtiger Name? Wie wird das eigentlich geheißen? Ich weiß es gar nicht mehr, wie das geheißen hat. Logarithmen oder so? Das hieß Logarithmen, ja. Satz des Pythagoras. Ach, ja gut, der ist aber nicht schwer. Egal, ich dachte, ich wäre noch eine Höhle. Willst du reingehen? Nee, da war keine, ich dachte. Kaum siehst du eine Höhle, auch in RL. Kaum siehst du eine Höhle, macht's flutsch und drin ist er. Oh. Sagt er und ja, flutscht in eine Höhle. Sagst du? Ja. Ich folge dir einfach mal. Weil oben ist mir alles zu matschig. Ich weiß auch, wo wir... Hier ist eine Höhle. Wir haben gerade zwei Höhlen hinter uns. Erstmal nicht, würde ich sagen. Wie wird man Mod? Gar nicht. Indem man mich privat kennt. Und da ich zwei Mods habe, brauche ich keine. Erstmal. Thema Parabel. Wird eigentlich so bleiben, was ist erstmal? Ganzen nein, Formel alleine nicht anwenden. Puh. Also Physik bin ich gerne dabei. Also Physik ist ein Thema, wo ich sehr interessiert bin. Quantenphysik vor allem. Echt? Dafür wissen, wie du richtig heißt. Ich heiße Oliver. Steht, auch unten. Also aber jetzt. Ihr könnt mich jetzt gar nie denn, weil ich habe mich so an Lee gewöhnt. Lee, jetzt nur so die Thematik oder tatsächlich auch die Theorie? Der Physik? Ja. Weil das waren Berechnungen und Formeln und das alles, was ich nicht ausstehen kann. Ja, dann eher die Theorien. Da steht, du hast 5 Mod. Nein, richtige Mods habe ich 2. Der Akku, mit dem ich hier gerade streame, der ist auch Mod. Das ist halt, ja. Ja, man gibt sich das gegenseitig. Ich habe neben Dodri, in Cisso und der Lee ist auch Mod bei mir. Also, ja, es sind vielleicht 5, aber hauptsächlich die Modarbeit machen. Also entweder Leute, die man persönlich kennt, wobei ich kenne von meinen Mods niemanden jetzt wirklich, ja, von Angesicht zu Angesicht. Ich alle. Naja, ja. Linse 50 zum Beispiel, das ist ja auch Mod. Aber Kasse Twitch, nichts geht. Cisso zum Beispiel ist ein treuer Zuschauer und der ist von Anfang an dabei und den hatten wir einfach auch schon kennengelernt dadurch. Du hast mich schon real gesehen, wirklich. Seife, ja. War nicht oft, aber schon. Und mit dir und dem Dodri habe ich halt auch schon im TS geredet. Dodri ist schon lang her. Ja. Können wir auch wieder mal machen. Wir haben auch einfach, ja. Keep Talking and mit Nobody Dodri Explodes ja haben wir gespielt. Liebe. Dodri, erinnerst du dich? Das ist auch ein großartiges Spiel. Boah, das war, wann war das? Oktober 2015 oder November 2015? Sowas in dem Zeitfenster. Ach, da warst du ja noch jung, Mensch. Ach ja, da war ich noch jung. Wie alt war ich da? 18. Ach, mal ja einmal wieder 18 her. Sein. Oh, da zitiere ich lieben gerne die Gronkh wieder. Die Zeit entschleunigen. Oh ja. Wäre schön. Wirklich so. Also so ein Jahr würde ich auch gerne wieder zurückspringen. Boah, man soll ja eigentlich nicht sagen, Entscheidungen, die man im Leben getroffen hat, sind halt wirklich Entscheidungen, die einen ich würde genau die gleichen, haben, ich sein, genau die ist, gleichen Entscheidungen treffen. Aber es war einfach so eine schöne Zeit, dass ich sie noch einmal erleben möchte. Ja, es gibt, oh Gott, es gibt schon Entscheidungen, die ich wiederholen werde. Ich will nicht, dass die Zeit, so wie sie jetzt ist, vorbeigeht. Ich schon in manchen Bezügen. Also es gibt wirklich Entscheidungen, die ich auf mein Leben rückblickend betrachten sehr, sehr, sehr bereue. Akustik hat er das letztens gespielt, da wurde ich ganz nostalgisch. Oh, ja, Dodri. Können wir wieder mal machen. Und dass wir das beide gleichzeitig streamen. Du hast das Spiel ja, glaube ich, nicht, aber du kannst dann ja die PDF und das Ganze streamen und mir dann sagen und ich hab da halt die Bombe, die ich entschärfen muss. Das können wir schon machen. Hast du noch irgendwas essen? Du kannst jetzt ja über einen PC streamen, also kannst du das auch alles herzeigen und kannst auch über einen TS streamen. Das ist ja damals nicht gegangen. Akku, hast du Essen? Hast du Essen? Hast du Essen? Ja. Oh, nur noch ein Sandwich. Aber ich kann dir was aus dem Rucksack geben. Wie wär's mit einem halben Stack Trauben? Ja, ich bin zufrieden mit meiner Entscheidung. Es gibt viele Entscheidungen. Ja, nehme ich.
Ja, es gibt zum Beispiel die Entscheidung, mit Twitch anzufangen oder ähnlichem. Die würde ich sofort wiederholen, aber es gibt halt wirklich auch Dinge, wo ich sage, rückblickend betrachtet war das nicht so schlau. So. Ich weiß, ich hätte dir auch gleich den ganzen Stack geben können, aber ich wollte dich lieber ankotzen, also so. Ja, du hast ja Bulimie, das wissen wir ja bereits seit gestern. Ich habe gerade ein Thema, das ist so toll. Nennt sich Mathe LK Abi. Oh. Ich bin so froh, dass ich die Matura alles gut geschafft habe, auch in Mathe. Weil Mathe war eher so ein Problemfach von mir. Und ich habe es dann auf eine 3 geschrieben, also bin ich damit zufrieden. Oh ja. Seife, wir haben bereits ein Haus. Wir haben sogar an sich 2 Häuser und ein Höhlenhaus, in dem wir wohnen. Bloß, ja, die laufen gerade zurück, wir haben eine riesen und Bergbude schon. Und Dali hat noch ein Bauernhaus gebaut und ein kleines Lagerhaus, Hammer. Und ich habe eine wunderschöne japanische Brücke gebaut. Für die, die erst dazugekommen sind, die das noch gar nicht kennen, wir sind in einem Kirschblütenwald, deshalb auch die japanische Brücke dann. Wir haben uns in einem pinken Kirschblütenwald niedergelassen. Das männlichste, was es in Life in the Woods überhaupt gibt. In der ersten Staffel waren wir ja in dem lilanen Lavendel-Biom. Auch sehr männlich. Ja, Abu, also Rabaschka kenne ich. Master Tay. Spielt er die Rolle auch wieder? Was ist denn hier? Koro, was ist denn Koro für eine Pflanze? Müssen wir schwimmen? Danke fürs Folgen, Flex by Life, danke. Und willkommen auf der Kuhweide. Dich greift ein Hai an übrigens. Ein Hai? Ach du Scheiße, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Nein! Ah, ich hab gedacht, das war ein Piranha. Ich sag Hai. Wieso bin ich? Ich bin im Schneebiom, ganz am Anfang. Wir haben unser Bett doch nicht abgebaut. Warum respawn ich nicht beim Bett? Doch, unterwegs. Wir haben unsere tragbaren Betten. Ach, stimmt. Scheiße. Soll ich mich zu dir porten? Ja, mach das mal. Das ist... Dein Grabstein steht auch hier an Land. Das ist schon mal sehr gut. Ich guck da aber jetzt nicht rein, weil ich weiß nicht, ob das dann noch Problemchen macht. Ja. Die gehört keiner, wenn du dich immer schnell herbringst. So. Danke. Nochmal bin ich nicht echt für Cheaten, aber in dem Fall ist das echt. Ah. Ja, natürlich. Bei mir kackt gerade alles ab. Oh, hast du schon wieder Verbindungsprobleme? Wow, spielst du nur Life in the Woods? Nein, wir spielen viele andere Sachen auch noch. Wir haben gerade Undertale durchgespielt, im vorletzten Stream war das. Als nächstes will ich Heavy Rain angehen. Nexus, ich kann dir glaube ich gar nicht, du hast mich wahrscheinlich gar nicht. Ich brauche einen kurzen Moment. Ja. Weil ich hier total wieder... Ja. Aber sonst bei mir kommen generell Story-Games und Life in the Woods natürlich und solche Sachen. Gerne auch City Skylines oder ähnliches. Was ich schon länger nicht gespielt habe, leider. Ich muss Stream neu starten. Ich bin mal ganz kurz weg. Ich muss komplett disconnecten. Ja. Okay, dann disconnect kurz, dann kann ich schlafen. Bist auch offen für alles, ja. Im Grunde schon. Nur ich bin nicht der Typ, der jetzt die großen Ballerspiele spielt, sondern eher, ja, Story Games oder sowas wie Minecraft oder City Skylines in die Richtung. Ich bin jetzt keiner, der unbedingt Call of Duty oder Battlefield oder sowas spielen wird. Oder COD. Habe ich schon gesagt. Call of Duty, COD. Was war das andere? CSGO wollte ich sagen. So rum. Oh Gott. Das wäre zum Beispiel nichts für mich. Ach so. Nee. Gut. So, bin ich wieder live. Jawohl, jetzt klappt das hier wieder. Dann sollten wir nicht unbedingt durchgehen. Mein WLAN-Stick wird halt ein bisschen sehr heiß und dann... Oh Nexus, Hallihallöchen! Schön, dass du wieder da bist. Ich bin gemütlicher Minecraft. So, schön, dass ich auch wieder da bin. Ist generell sehr gemütlich bei uns beiden, beim Lee auch. Ja, also... Rumschreien und sonst was ist bei uns. Genau, Dodri. Nein, überhaupt nicht.
So. So, ich connecte wieder. Weiß jemand im Chat vielleicht, ob die Haie auch angreifen, wenn man in einem Boot sitzt oder nur, wenn man schwimmt? Weil sonst baue ich uns ein Boot. Ich glaube, beim Boot können die ja nicht angreifen. Ich habe keine Ahnung. Also würde ich jetzt schätzen. Wir können es ja probieren. Ich baue mal ein Boot. Ich baue mal ein Boot. Und wir warten, was der Chat sagt. Bin auf. Das Ende von Undertale hat dich verstört, oder? Ja, das hat mich verstört. Das Ende von Undertale ist verstörend. Lee, du kannst dich freuen. Hast du es bei mir gesehen? Nein, oder? Nee. Ich gut, wollte mich du hast dich nicht gespoilert. Es ist verstörend. Mehr sage ich nicht. Ich werde sehen. Lieg schon im Bett, schön warm und alles. Oh, Nexus ist auch schön. So, dann probieren wir es halt einmal. Oh Gott, das sind ganz viele Haie. Siehst du das da unten? Ja. 3, 4, oh ich sehe allein in dem Bildschirm 3 Haie jetzt. Das andere ist ein Rochen. Dann gib mich mal ein Boot. Probieren wir es einfach mal. Hast du das Boot schon gekriegt? Ach, ich habe sie da selbst aufgesammelt. So, nee. Da. Und Richtung stimmt die. Der Hai strahlt unter mir herum, aber ich hoffe, er erwischt mich nicht.